Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit eurem Alex. Und heute das letzte Mal für dieses Jahr. Heute ist nicht Montag, nicht Dienstag, nein, heute ist Mittwoch und Mittwoch ist Coin Day. Jawohl, wir haben es geschafft. Eine super entspannte Woche liegt hinter uns. Ich hoffe, ihr habt alle schön die Feiertage verbracht. Und die meisten von euch haben wahrscheinlich sogar heute und morgen frei oder heute Morgen und übermorgen frei. Falls ihr arbeiten müsst, Kopf hoch. Ja, ich denke mal, eine schönere, kürzere Woche gibt es eigentlich nicht im Jahr. Und ich hoffe, ich versüße euch heute die Woche mit dem einen Video heute Mittag. Da ging es darum, was ist eigentlich ein Fork, beziehungsweise was läuft da gerade beim Bitcoin ab, Hardfork hin und her. Und schaut gerne da rein, ich blende es hier oben nochmal ein. Und ansonsten geht es heute natürlich um euren Wunschcoin. Ihr habt mal wieder abgestimmt und wir schauen uns einmal an, was es geworden ist. Und zwar möchtet ihr heute von mir wissen, was ist eigentlich Tron oder auch TRX? Ja, bin ich ziemlich gespannt. Der Coin hat in den letzten Wochen viele, viele Punkte gut gemacht, hat enorm aufgeholt, ist in die Top 20 gerutscht und dadurch natürlich durch sein extremes Wachstum aufgefallen. Heute gucken wir uns das genauer an. Bevor ich damit starte, möchte ich mich nochmal bei euch allen, die vielleicht noch nicht die Weihnachts-Special-Videos gesehen haben, von mir bedanken für das tolle Jahr, das ich mit euch haben durfte. Das ist das erste Jahr für den Kanal. Wir waren sehr, sehr erfolgreich dieses Jahr mit euch und ich möchte mich dafür nochmal bei euch allen bedanken. Ja, ich habe auch zur Weihnachtszeit jetzt ein Ledger Nano S verlost und auch ein paar Bitcoin-Deko-Münzen. Und die sind jetzt auch größtenteils schon losgeworden, aber der Ledger Nano S liegt immer noch bei mir. Ich bitte den Gewinner vom Ledger Nano S, sich nochmal bei mir zu melden. Ja, ihr könnt ja gerne mal reinschauen ins Weihnachtsvideo. Dort bitte ich den Gewinner auf jeden Fall nochmal auf mich zuzukommen und mir einmal private Nachricht oder auch gerne per E-Mail, Twitter, Facebook, wie auch immer, zu schreiben, damit es eben den Ledger Nano S für euch gibt. Oder für dich gibt. Ja, melde dich sehr gerne bei mir. Okay, ich glaube, Thomas Kutzke hat gewonnen. Ja, also falls Thomas gerade zuschaut, zuhört, zusieht, melde dich doch sehr gerne bei mir, würde ich mich drüber freuen. Okay, ansonsten geht's jetzt weiter. Wir gucken uns jetzt natürlich an, weswegen wir auch eingeschaltet haben, und zwar, was ist eigentlich Tron? Und zu den Key Facts vorab, ich mache wie immer alles auf, so könnt ihr gerne Stopp drücken, wenn es euch zu schnell geht. Ansonsten haben wir hier einmal alle wichtigen Daten auf einen Blick. Zu den Key Facts, wir haben hier den Gründer Justin Sun. Ob es ein echter Name ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist das ein schöner Name. Launch ist im September 2017 gewesen und der Coin an sich, sprich der Token, nennt sich Tronix, wird abgekürzt TRX und ist im Prinzip auf der Ethereum-Blockchain basierend ein ERC-20-Token. Ja, die Validierung ist dementsprechend Proof of Stake und es gibt insgesamt 100 Milliarden Stück von denen, also ein unfassbar großer Supply. Ja, warum das so ist, gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Aktuell schwirren ungefähr 65% von diesen Token durch oder durch die Gegend. Und das Besondere hierbei ist ja, nicht nur neben dem Hauptprojekt, nämlich auch noch eine zusätzliche Sache, und zwar die sogenannten Tron 20 Token. Ja, das gucken wir uns auch gleich genauer an. Aktuell stehen sie auf Platz 19, sind mit 2 Milliarden Euro relativ stark geworden, gerade in den letzten Tagen, letzten Wochen mega gewonnen. Und ich bin mal gespannt, ob die Reise weiter nach vorne geht oder ob wir vielleicht nur einen Hype erleben durften. Ich werde auch zum Ende hin vielleicht so die ein oder andere Sache erzählen, wie ich das Ganze sehe. So, dann wollen wir nochmal jetzt nicht zurück, sondern wir wollen jetzt gerne mal die nächste Seite anschauen. Was ist Tron? Die Idee von Tron ist es, zentrale Großkonzerne zu entmachten, wenn man so will, und der Menschheit einen dezentralen Austausch von Daten, digitalen Assets wie zum Beispiel Videospielen, Streamingdiensten oder sonstigen Themen wie Videos, Musik und all dem möchten sie gern dezentral ermöglichen, dass also jeder darauf zugreifen kann, der will, ohne dass da irgendwelche fremden Konzerne ihre Hände drüber halten. Und sie nennen ihr Protokoll, beziehungsweise sich selbst nennen sie das Entertainment-System der Blockchain oder sie nennen sich auch das Internet 4.0. Das 2.0 und 3.0 habe ich wohl irgendwie verpasst. Wahrscheinlich ist IOTA 2.0 und 3.0. Auf jeden Fall sind sie das Internet 4.0. Was aber ganz besonders ist bei dieser Firma oder bei diesem Startup, ist, dass sie von vornherein eine sogenannte Non-Profit-Foundation sind. Also sie sind nicht mit der Absicht gegründet worden, um Gewinne zu erwirtschaften, sondern sie sind mit der Absicht geboren worden, der Menschheit einen Nutzen zu bringen, irgendwas Weltverbesserndes. Das ist so die Grundidee und das gefällt vielen Anlegern, weil sie sagen, okay, gut, das ist was ganz Tolles, was Weltveränderndes. Andere Anleger wiederum sagen, gerade deshalb ist es uninteressant, weil
Non-Profit-Foundations haben immer nur eine gewisse Tragbarkeit, denn es geht um Gewinne. Wir müssen mal sehen, wie die das hier alles unter den Hut bringen wollen, aber erst einmal ganz spannend zu hören, dass es hier um eine Non-Profit-Organisation oder Non-Profit-Foundation geht. Ja, große Speicherareale, wie ihr sie vielleicht von Google und so weiter kennt, in den Wüsten große Festplattenarsenale, all das soll wegfallen. Zukünftig soll alles eben durch die Nutzer dezentral gesteuert werden. Und auch die Urheberrechte sollen besser verteilt sein, sprich, dass der zum Beispiel eine App programmiert oder der ein Musikstück hochlädt, dass er auch wirklich der Eigentümer bleibt, keinerlei Rechte abtreten muss und wirklich auch derjenige ist, der frei entscheiden darf, wer seine Musik jetzt hören darf und so weiter. Zusätzlich kann man auf dieser Plattform unabhängig von diesem ganzen Medienaustausch auch Smart Contracts abwickeln. Und hier ist noch besonders, dass sie so eine Art, ja, sie sind so eine Mischung aus mehreren Coins, wenn man so will. Denn sie haben die gleiche Funktionalität wie Quantum, dass sie nämlich in der Lage sind, auch Ethereum und Bitcoin-Blockchains miteinander zu verbinden, aber eben auch sehr stark auf Ethereum basierend. Also sprich, sie haben schon ihr Fokus auf die Ethereum-Blockchain, auf ERC-Vereinbarungen. Und von daher, glaube ich, ist es ein ganz spannendes Thema, aber vor allem werden sie sich vermutlich um die ERC20 oder generelle Ethereum Smart Contracts kümmern. Ja, für die, die noch nie davon gehört haben, das ist vielleicht ein Schritt zu weit, gerade alles an Infos. Kurz und knapp, man kann Verträge abwickeln über so eine Plattform und da gibt es gewisse Formate, wie man sowas machen kann und auch gewisse Blockchains eben, die verschiedene Sprachen sprechen und die wollen hier ermöglichen, dass diese verschiedenen Blockchains miteinander sprechen können, dass man untereinander Verträge abschließen kann und vor allem, dass man eben dadurch auch seine gewissen Rechte sichert, wenn man solche Verträge abschließt. Gut, wie funktioniert das Ganze? Ja, im Prinzip ist es so, dass Tron eigentlich der Marktplatz ist und dort treffen sich eben diejenigen, die etwas anbieten wollen und hosten wollen und diejenigen, die etwas downloaden wollen oder nutzen wollen. Und ein Beispiel jetzt ist zum Beispiel hier, habe ich mir mal überlegt, ein App-Programmierer möchte seine App nach jahrelanger oder nach sehr harter Arbeit zum Verkauf anbieten. Apple und auch Android nehmen momentan dafür eine Einstellungsgebühr, eine Art Lizenzgebühr, wenn man zum Beispiel da jetzt über die werben will oder über die das Ganze nutzen will. Und außerdem möchten sie meistens auch noch entweder Rechte an den Musikstücken, an der App oder was auch immer mithaben, beziehungsweise sie möchten eine ja, Provision, die sich gewaschen hat dafür, dass man eben dieses Produkt auf deren Verkaufskanälen los wird. Also sprich, wenn ihr eine App programmiert und ihr möchtet, dass die bei Apple angezeigt wird, müsst ihr Geld dafür bezahlen und ihr müsst vor allem auch für jeden Buy, der stattfindet, auch noch in der Regel einen gewissen prozentualen Anteil abgeben. Alles nicht so schlimm. Das Schlimmste finde ich persönlich eigentlich, dass auch die Daten, die ihr hochladet oder was auch immer ihr mit euren Daten tut, dass sie immer irgendwo auf Speichern gespeichert sind, die euch nicht gehören. Wie zum Beispiel Google. Alles, was ihr auf YouTube habt oder was ich auch bei YouTube habe, ist praktisch auf einem Google-Speicher gespeichert und könnte theoretisch jederzeit überall auf der Welt abgerufen werden, auch ohne dass ich das möchte. Und all das sind natürlich so gewisse Dinge, die einen langfristig schon ein bisschen wurmen und die einem auch ein Stück weit die Freiheit und die Möglichkeit nehmen. Von daher finde ich das Thema Dezentralisierung sehr, sehr geil und auch diese Idee sehr, sehr spannend. Ja, jetzt zu der Besonderheit, zu diesen Tron 20 Token, okay? Man muss dazu sagen, diese Tron 20 Token, pardon, zu schnell. Heute habe ich es irgendwie. Ich bin unter Tron hier. So, jetzt haben wir es. Also diese Tron 20 Token sind sehr nah angelehnt an ERC20 Token. Also im Prinzip ist es auch nichts anderes. Es gibt über Tron neben den Smart Contracts und neben diesen Austauschmöglichkeiten auch die Möglichkeit, einen ganz eigenen Coin zu kreieren, also einen eigenen Token zu kreieren. Und dieser Token ist dann kein ERC20 Token oder kein Waves Token oder sowas, wie andere Plattformen, die sowas anbieten, sondern es ist dann eben ein Tron 20 Token, der eben nach diesem Tron 20 Format kreiert wurde. Was bringt euch das? Naja, zum einen bringt es uns künstlerische Freiheit, das heißt, jeder kann wirklich seinen eigenen Coin kreieren, wenn er das möchte. Des Weiteren ist es bei Tron aktuell kostenlos. Somit hat es vielleicht sogar einen kleinen Vorteil gegenüber Waves, weil es dort ein minimal, aber es kostet eben eine Gebühr. Und darüber hinaus hat man eben danach die Möglichkeit, diesen kreierten Coin zum Beispiel weiterzuverkaufen. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt ja, weitermachen mit meinem YouTube und wir würden immer mehr Leute sammeln und wir würden eine immer größere Community werden und wir gemeinsam überlegen uns jetzt einen FFTK-Token zu kreieren. Könnten wir das eben über Tron machen? Dann müssten wir uns eine tolle Idee überlegen, was der Coin so kann und dann kann es durchaus Leute geben, außer euch, die vielleicht sagen, wir wollen das Projekt unterstützen.
gäbe es denn vielleicht noch ganz, ganz viele andere, die sagen, wow, ich glaube auch an so ein Projekt, ich möchte auch gern so ein Token kaufen. Und schon hat der Token, der vorher eigentlich aus dem Nichts geschaffen wurde, plötzlich einen Wert, den wir ihm zuschreiben. Und so funktioniert generell das Prinzip dieser Token. Also ziemlich spannend, wenn ihr selber mal Interesse daran habt, euch so einen Token zu kreieren, dann solltet ihr euch etwas näher mit Tron beschäftigen. Ich glaube, dass da langfristig eine richtig schöne Plattform für ist und dass man da wirklich ganz simpel und einfach sein Ganzes umsetzen kann. Aktuell habe ich noch keine fertigen Features gesehen. Es ist also die Planung, es ist das White Paper. Aber so richtig, dass man das jetzt schon sehen kann, habe ich nicht. Wenn ihr dazu ein Video habt oder so, schreibt mir gerne in die Kommentare. Dann gucke ich das mir gerne an oder poste das auch gerne in den, ja, bei Telegram, Facebook oder Twitter. Und dann möchte ich gerne mal sehen, wie das in der Praxis funktioniert. Okay, jetzt haben wir sehr viel geredet. Ich trinke mal einen Schluck, während ich hier die Internetseite öffne. So, und wir sehen, also, die Internetseite ist relativ simpel gehalten. Das ist auch schon alles, was ich euch jetzt zeige. Seht ihr, das ist im Prinzip alles, was die Seite so bietet. Ich versuche meine Meinung mal noch nicht zu stark reinzubringen, sondern erstmal sachlich zu bleiben. Im Prinzip ist es so, dass hier eben ein Team dahinter steckt, das aus dem asiatischen Bereich kommt, aus China. Und der Founder, also der Gründer und gleichzeitig der CEO, der Justin Sun, ist zum einen sehr, sehr affin in dem Bereich Technik, Programmierung und sonstigen Themen. Aber was viel wichtiger ist, und damit wirbt er auch, ist das Thema, dass er selbst sehr, sehr enge Kontakte zu dem Gründer und Vorsitzenden der Alibaba Group hat. Das ist Herr Jack Ma. Jack Ma ist sehr, sehr, sehr bekannt und auch einer der besten Unternehmer, die es so seit Henry Ford und Bill Gates wohl gibt. Neben Jeff Bezos, glaube ich, einer der reichsten überhaupt. Und im Prinzip geht es dabei darum, dass Alibaba so eine ähnliche Rolle in Asien spielt wie bei uns so Amazon. Und Alibaba ist halt so das Nonplusultra. Und es wurde halt gesagt, dass Justin Sun ein Schützling von Jack Ma ist und dass er in sehr, sehr gutem familiären Kontakt zu ihm steht und dass Jack Ma quasi so ein wenig hinter diesem Projekt steht. Ja, natürlich machen die Gerüchte, es reicht ja schon in der Kryptowelt, wenn irgendeiner hustet und schon steigt ein Coin. Und so ist es natürlich auch hier, wenn man solche krassen Informationen bekommt, dass einer der reichsten und mächtigsten Männer der Welt hinter diesem Projekt steht, beziehungsweise einen seiner Schützlinge dort als CEO sitzen hat, dann ist es natürlich kein Wunder, dass so ein Coin relativ schnell publik wird und relativ schnell ja einfach auch auf positive Resonanz trifft. Ansonsten gibt es so die gängigen Dinge, womit alle irgendwie werben, mit dem Forbes mehr gesehen. Ja, er hat da gewisse Sachen gewonnen, ist einer der ja, spannendsten unter 30-Jährigen überhaupt, zumindest laut diesem Magazin. Ich persönlich konnte mich jetzt noch nicht so krass von ihm überzeugen, dafür hat die Zeit nicht gereicht, aber insgesamt habe ich nichts Negatives gefunden. Die Roadmap gucken wir uns gleich an, aber wenn wir schon mal bei den Persönlichkeiten sind, hier zum Team. Das Team ist für mich persönlich unbekannt, ich kenne die alle nicht. Allerdings wisst ihr ja schon so ein bisschen, ich bin jetzt nicht unbedingt derjenige, der sich die Kryptografen alle anschaut und ja, tiefgründig untersucht, ob die auch alle wirklich den Unterschied zwischen 0 und 1 kennen. Aber es geht hier eher darum, dass man sich anguckt, okay, wirken diese Leute seriös? Haben sie einen Schulabschluss oder haben sie irgendwelche besonderen Fähigkeiten, weswegen sie oder wofür sie bekannt sind? Und hier hat halt jeder so eine kleine Biografie hier drin. Ich habe mir mal so einige durchgelesen, den hier zum Beispiel ist Entwickler oder auch andere, die zum Beispiel schon andere größere Unternehmen entwickelt haben. Problem ist nur, ich kann dazu nicht viel sagen, weil diese Unternehmen sind in Asien, in China, in Singapur oder sonst wo. Ich kann darüber ein bisschen was lesen. Leider sind die meisten Internetseiten auch auf Chinesisch und somit nicht lesbar für mich. Und der Google-Übersetzer würfelt irgendeinen Müll. Von daher kann ich mich da nicht so hundertprozentig von überzeugen, ob diese Persönlichkeiten wirklich tolle Errungenschaften haben. Insgesamt scheinen sie aber seriös und die Partner sind auch nicht zu verachten. Wir haben hier zum Beispiel Bitmain. Bitmain ist so im Prinzip der größte Mining-Pool in Asien. Und ich glaube schon, wenn der als Partner eingetragen ist, dass das schon was mit rechten Dingen zugehen muss. Insgesamt glaube ich aber, ist das alles für uns Europäer oder für uns Deutsche, in diesem Fall Österreicher oder Schweizer, nicht so wirklich greifbar, diese Unternehmen dort drüben. Nichtsdestotrotz gibt es ganz andere Startups, die viel, 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 viel weniger vorzuweisen haben und auch erfolgreich sind. Von daher haben wir hier schon was Ordentliches. Ja, zur Roadmap oder zum Fahrplan von denen ist es im Prinzip so, dass sie jetzt gestartet sind mit der sogenannten Exodus. Im White Paper, das könnt ihr hier nochmal nachschauen. Es ist auch hier oben auf der Internetseite, ich zeige euch das mal.
So, hier oben findet ihr das White Paper. Das gibt es dann einmal in Englisch und einmal in Chinesisch. Und wenn wir da mal runterscrollen, dann sehen wir deren einzelne Phasen. Und wir sehen jetzt hier Exodus. Und so wird dann alles Stück für Stück ja, nachgerüstet und immer stärker und immer besser. Problematisch bei der ganzen Situation finde ich, dass sie eine sehr, sehr hohe Zielsetzung haben. Also sie wollen hier nicht nur eine Nische füllen, sie wollen quasi alle Großkonzerne aushebeln. Und ich glaube, dafür braucht man schon ein bisschen mehr als nur die Idee. Und ich bin mal gespannt, was jetzt folgt. Denn nach so viel Reden, was viele Kryptofirmen gut können, bin ich jetzt mal gespannt, was geliefert wird. Und wenn sie nur ansatzweise so liefern, wie sie versprechen, glaube ich, wäre Tron ein Megaprojekt. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass es wie viele andere Coins vielleicht einen kurzfristigen Superhype gibt, weil man Jack Ma hört, weil man Alibaba hört. Aber eigentlich braucht es einfach zu lange, bis das erste Mal was wirklich Greifbares fertig ist. Und dann müssen wir mal schauen, was das erste Quartal mit sich bringt. Ja, White Paper könnt ihr nur selber lesen, sonst wird das alles zu träge und zu langweilig. Insgesamt sehen wir hier nochmal, kostet aktuell ein Tron etwa 4 Cent oder US-Dollar Cent. Das heißt, 1000 Tron bekommt ihr für $37,93. Das ist eine Versechsfachung zwischen der vorletzten Woche und dieser. Wahnsinn. Ich glaube, wir waren bei 25 Satoshi. Jetzt sind wir bei über 250 Satoshi. Und ich glaube, von daher war das schon ein mega Boost. Wer auch immer von euch drin war, super. Ich persönlich bin auch drin in Tron, aber eher durch Zufall. Und zwar haben die mir irgendwann mal einen Airdrop geschickt. Ich habe irgendwann mal aus dem Nichts Tron auf meinem oder TRX auf meinem Wallet gehabt. Ich wusste gar nicht warum. Und hinterher kam heraus, das war so ein Airdrop, so eine Art Werbegeschenk. Deshalb bin ich jetzt auch stolzer Halter einer minimalen Anzahl an Tron. Dafür kriege ich wahrscheinlich nicht mal ein Eis, aber wer weiß, wenn das so weitergeht mit denen, kann ich mir vielleicht bald eine Kugel Eis davon kaufen. Ja, ihr hört es ein bisschen, ich bin leicht erkältet. Ich hoffe, es geht einigermaßen mit der Stimme. Ich muss immer mal wieder was trinken. Aber ich denke, wir haben auch im Großen und Ganzen jetzt alles einmal durchgesprochen, was wichtig ist. Ihr könnt natürlich alles nochmal nachlesen, nachschlagen. Und wir gehen jetzt zur Zusammenfassung. Im Prinzip ist Tron also eine sehr vielseitige Plattform, über die nicht nur Daten ausgetauscht werden können, sondern auch Smart Contracts ja, abgewickelt werden können. Ihr könnt darüber Videospiele, Filme, Streaming, all das Mögliche abwickeln und sie sind quasi das Entertainment-System über die Blockchain. Genau, es kann verkauft oder getauscht werden und neben einer sehr großen Zielgruppe hat das Team um Justin Sun sehr, sehr gute Kontakte zu Alibaba, was der Firma unabhängig von dem Geld, was dadurch reingespült wird, natürlich auch eine sehr, sehr große Reichweite verschafft. Und das ist natürlich aktuell der Hauptgrund, warum sie so weit vorne stehen, weil sie eine sehr, sehr große, ja, also eine sehr große Medienpräsenz aktuell haben. Und man liest viel über sie, man hört viel über sie. Und dementsprechend hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Kleinanleger, die sagen, hey, ich will das jetzt nicht verpennen, ich gehe jetzt einfach mal bei Tron rein. Ja? Und abgerundet wird das Ganze dann durch diese Möglichkeit, ähnlich wie bei Waves, eigene Token zu kreieren. Das nennt sich dann Tron 20 Token. Und da die hier kostenlos sind, finde ich das ein spannendes Gadget. Und dann muss man so sehen, wie sich das durchsetzt. Aber insgesamt haben die also sehr, 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 sehr große und vielseitige Anwendungen auf ihrer Plattform. Und das macht sie meiner Meinung nach in diesem Stil aktuell so ein bisschen einzigartig. Pardon. Und naja, man muss mal sehen, wo das Ganze hingeht. Also positiv, super viel schon erzählt, super viel im White Paper stehen, tolle Kontakte, durchwachsenes Team, tolle Kontakte zu Alibaba, demnach also auch sehr mächtige Möglichkeiten in der Wirtschaft. Was ich nicht so gut finde bei diesem Coin ist, dass die Internetseite meiner Meinung nach überhaupt nicht zu der großen Vision passt, die sie haben. Sehr, sehr wenig Inhalt auf der Internetseite. Das Ausführlichste, was man lesen kann, ist das White Paper. Das ist gut geschrieben. Aber ich glaube, insgesamt ist es ein Coin, wo man einfach abwarten muss. Also ich persönlich würde jetzt sagen, man beobachtet das Ganze weiter, man guckt, inwieweit sie liefern. Und wenn sie das liefern, was sie versprechen, sagte ich vorhin schon, hat dieser Coin extremes Potenzial. Andererseits kann er aber auch ähnlich wie viele andere Coins am Anfang viel, viel erzählen und planen und wollen und am Ende kommt wenig bei rum. Das muss man jetzt einfach mal beobachten. Was ich dazu auch nicht so gut fand bei diesem Coin ist, dass sie sich sowohl auf ihrer Internetseite als auch bei verschiedenen Teilen im White Paper darauf beziehen, dass sie Follower von dem Internetinitiator wären. Ich zeige euch das mal. So, wir gehen mal nach ganz oben. Wo habe ich es gelesen? Genau, also Sir Tim Berners-Lee ist der Erfinder des Internets.
Und natürlich mögen alle immer gern irgendwie den Namen von dem Typen nennen, weil man dann das Gefühl hat, man wäre genauso ein Revolutionär wie er. Was sie die ganze Zeit tun, ist häufig über ihn zu sprechen, okay? Hier jetzt in dieser Formulierung nicht, aber in vielen anderen Beiträgen formulieren sie das so, dass sie sagen, wir sind Follower von Sir Tim Berners-Lee. Und es wirkt so für den Leser, als ob sie in irgendeiner persönlichen Verbindung zu ihm stehen. Und das wirkt natürlich ebenfalls positiv aufs Unternehmen, wenn man das Gefühl hat, so ein bekannter Kerl, der sogar von der Queen zum Sir geschlagen wurde, der ist mit dieser Firma irgendwie konform. Da hat man als Anleger natürlich ein gutes Gefühl. Aber es ist falsch. Sie stehen in keinerlei Zusammenhang zu diesem Sir Berners-Lee. Sie haben keine Verbindung zu ihm. Es ist einfach nur die Aussage, dass sie ihm folgen. Aber ich folge ihm auch und ihr alle auch, wenn ihr im Internet aktiv seid. Von daher seid immer sehr vorsichtig mit den Formulierungen, die einige benutzen. Nicht alles, was glänzt, ist Gold, sagt man immer so schön. Lest euch immer alles zwischen den Zeilen durch und lasst euch bloß nicht von diesen Hypes leiten. Ich habe jetzt letztens gehört, Mann, wir müssen in Tron rein, der steigt und steigt. Ich weiß, dass wir das alles machen, um Geld anzulegen, aber lasst uns bitte nicht auf jeden Hype springen, nur weil gerade die Kurse sich gut entwickeln. Denn ihr kennt das vom Kryptomarkt. Ein Tag geht's bergauf und ihr plant schon, eure Luxusautos zu kaufen. Und am nächsten Tag sind die ganzen Gewinne wieder weg, weil irgendwie der Bitcoin mal wieder nicht so will wie wir und die Altcoins sich davon leiten lassen. In dem Sinne, seid vorsichtig bei eurer Auswahl eurer Projekte. Insgesamt glaube ich aber, dass Tron Potenzial hat. Sie müssen jetzt leisten. Wir gucken uns 2018 an. Ich danke euch natürlich für die zahlreiche Abstimmung. Heute Nacht wird es wieder eine neue Abstimmung geben. Bitte seid so lieb und schreibt unter dieses Video eure Wunschcoins, der Coin, der drankommen soll. Und ja, ansonsten habe ich nichts mehr. Ich sehe zu, dass ich meine Stimme jetzt schone. Wünsche euch einen richtig, richtig geilen Abend. Gebt mir doch einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns spätestens wieder zum Sonntag, zum Wochenreport. Bis bald. Ciao.